So, Freunde. Ja, und ihr seht ja, Nick Schulz und Gruppe sind gar nicht mal genehmigt. Und das ist das Gute, dass jetzt wieder unsere Stammkräfte fit sind. Also, unser Kapitän kann wieder zurück. Nämlich Botigin. Der ist wieder gesund. Kempf ist wieder gesund. Heute würde ich gerne Kai-Bastian Evers statt Fälscher, obwohl er jetzt gute Spiele gemacht hat, aber so schnell wachsen die Sachen nicht in den Himmel rein. Und Kohn ist wieder dabei. Und wir brauchen natürlich einen Verteidiger. Das heißt, nee, das wird ein Knipping sein. Ja. So würden wir beginnen wollen. Das heißt, das ist unsere Stammmannschaft. Und das letzte Spiel, was er als Chance bekommt, ist jetzt für Van der Vaart und es ist das Entscheidungsspiel, ob wir ins Viertelfinale kommen der Champions League. Und heute zählt alles. Das muss man an der Stelle einfach so sagen. Ich überlege gerade, ob ich den Harnik mitnehmen soll statt Fälscher. Ich denke ja. So, dann gucken wir uns den Gegner an. Müssen wir nicht lange überlegen. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ob wir defensiver daherkommen. Aber da sind wir eigentlich nicht für gemacht. Da sind wir eigentlich nicht für gemacht. Wir werden auf jeden Fall jetzt schon mal eine Prämie ausloben. 30.000 habe ich mir da vorgestellt. Also haben wir 32. Volle Pulle will ich nicht gleich von Anfang an. Wir lassen es bei 60%. Lassen die Abseitsfalle. Das ist alles in Ordnung. Ja, Leute. Heute geht's um alles, ne? Wir haben jetzt zwei Niederlagen hintereinander. Einmal gegen Bremen, einmal gegen Frankfurt. Das waren keine schönen Spiele. Marc Reimann hätte es eigentlich verdient, gar nicht zu spielen. Und ich muss sagen, ich bringe Brinkis. Reimann hat mich zuletzt so enttäuscht. Und er darf sich zwar auch mal ein schlechtes Spiel erlauben, ohne weiteres, aber das war mir zu krass. Für einen Spitzentorwart war mir das zu krass. Und deswegen kriegt jetzt Brinkis die Chance. Und ich hoffe, er nutzt sie. Und dann würde ich sagen, auf geht's, Freunde. Holen wir uns das Viertelfinale. Herzlich willkommen hier in Barcelona, in dem imposanten Stadion in Spanien. Und ihr hört schon die Castagnetten. Und die sind natürlich auch heiß, die wollen weiterkommen. Boah, das ist schon beeindruckend. Hansa Rostock, dass wir überhaupt in so einem Stadion auflaufen dürfen. Hat sich die Mannschaft selbst verdient. Aber ob sie heute hier beweisen können, ob sie weiterkommen können, das bewage ich. Ich bin so aufgeregt, das wage ich hier mich nicht zu äußern. Ich würde mal sagen, der ganz klare Außenseiter sind wir und Barcelona. Ich hoffe, sie nehmen uns nicht hier auseinander. So, da gibt es schon gleich für Gieselmann die gelbe Karte. Wir haben noch nicht mal 2 Minuten gespielt. Der Schiedsrichter setzt gleich ein Zeichen. Oh, wow, wow. Das Gute ist, dass wieder unsere Stamminnenverteidigung wieder an Bord ist. Giro enteilt. In der Mitte lauert Garrett. Und da ist Garrett. Und er macht das Ding. Yes! Garrett macht das Ding rein. Und das ist die 1-0-Führung. Wow! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, das gibt Hoffnung. Das gibt Hoffnung. Schön gemacht hier von Giro Immobile, wie er sich außen vorbeigetankt hat. Wieder ein super Pass in die Spitze, aber da kommt Giro nicht dran. Die Gia hat den Ball locker fangen können. Aber
Oh, da sind die Fans auch da, aber das ist abseits. Habt ihr sie gehört? Die Hansa-Fans waren sofort da. Mensch, dass die in so einem großen Stadion überhaupt zu hören sind, das wundert mich. Also bis jetzt macht es mir Hoffnung, wie es hier läuft. Van der Vaart macht das jetzt gut. Ein öffnender Pass auf außen, den kriegt der Gieselmann. Lässt sich aber den Ball wieder wegnehmen. Klingenburg. Garrett. Gute Idee. Evers. Gut, dass er wieder an Bord ist. Schöner Pass hier auf außen auf Schmitz, aber das ist abseits. Aber Van der Vaart macht jetzt ein gutes Spiel. Viel Übersicht von ihm bei den Passverteilungen. Und Gieselmann marschiert die Linie runter. Der Ball kommt hoch rein. Boah. Neymar. Aber Klingenburg fängt ab. Garrett. Van der Vaart. Van der Vaart mit viel Übersicht heute. Und jetzt den Ball in die Spitze. Und da zieht der gute Ciro Immobile sofort ab. Also nicht Barcelona macht hier das Spiel, sondern FC Hansa Rostock in den ersten Minuten. Messi. Neymar. Das ist abseits. Van der Vaart. Gewinnt sogar den Zweikampf hier. Also heute gefällt er mir richtig gut. Gieselmann gefällt mir nicht so. Da würde ich jetzt gerne sofort reagieren. Und zwar würde ich dann den Marcos mal nach vorne ziehen. Und Borswick Jackson nach hinten. Und Messi ist durch. Messi. Hat Winkies keine Chance. 1:1. Den kannst du nicht einmal aus den Augen lassen, den Burschen. Da kann ich Brinkis keinen Vorwurf machen. Er läuft auf den Torwart zu, luft ihn drüber, sodass er überhaupt nicht drankommen kann. Keine Chance für ihn. So, Gieselmann ist draußen. Jetzt erhoffe ich mir natürlich ein bisschen mehr Schwung da vorne. Schmitz. Ciro. Van der Vaart. Und das ist abseits. Und da ist Ciro. Der sieht, dass außen Schmitz weit vorne ist. Schmitz. Ah, hat Garrett gelauert. Schade. Wieder Neymar. Oh, der ist schnell. Der ist schnell, der Bursche. Van der Vaart holt den Ball von hinten. Diesmal mit einem Fehlpass von ihm. Und wieder Neymar. Messi. Und Bodegin, der Abwehrchef, ist da und räumt erstmal auf. Garrett. Noch ist alles möglich. Noch ist alles möglich, Freunde. Marcos. Ich weiß nicht, ob er sich da wohlfühlt auf der Position, aber jetzt ist Halbzeit. Ich weiß nicht, ob er sich da wohlfühlt. Vielleicht, wir können ja auch noch, wir haben ja noch Harnik auf der Bank. Aber das geht, es geht. Uns das vorgestellt und ich gehe jetzt auch vom Einsatz her volle Pulle. Das müssen wir jetzt machen. Denn jetzt geht es um alles. Auf geht's, Männer. Holt euch das Ding. Garrett. Auf Van der Vaart. Van der Vaart. Und das war gut gedacht. Da kam Marcos von hinten in die Gasse reingelaufen, aber
Das haben die spanischen Verteidiger gerochen und haben sofort Gegenmaßnahmen ergriffen. Und Ciro ist weg. Ciro! Hat hier das 2:1 auf dem Schlappen. Schade. Und wieder Messi. Schmitz verliert den Zweikampf gegen Fabregas. Und da können wir vom Glück sagen, dass Messi abseits steht. Noch ist genug Zeit, noch haben wir die Chance weiterzukommen. Aber wir sollten alles geben jetzt. Boah, Ciro mit Direktabnahme. Das war doch Weltklasse, aber leider hat er Pech, dass er auch einen guten Torwart hier trifft. Oh, und jetzt aufpassen. So, das gibt jetzt Gelb für... Oh. Das gibt Rot für Fabregas. Eieieiei, das ist natürlich für die Spanier ein schwerer Verlust. Das könnte für uns von Vorteil sein. Vor allen Dingen sollten wir noch ein Tor machen und sollte es dann in die Verlängerung gehen, dann sind wir mit einem Mann natürlich mehr auf dem Platz. Sieht das richtig gut aus für uns. Marcos. Gerrit, wieder Marcos. Ich hoffe, er kommt da noch besser zurecht auf der linken Seite. Aber wir können ja noch was machen. Wir könnten Folgendes machen. Wir können den Marcos wieder auf die linke Verteidigerposition setzen. Ich glaube, da fühlt er sich wohler. Und wir könnten den Van der Vaart auf links, das kann er nämlich auch ganz gut. Beziehungsweise links außen. Nee. Nee, das ist nichts. Wir machen jetzt Folgendes. Wir holen Jobek vorne rein. Und wir nehmen auf links den Hanik. Beziehungsweise wir tauschen hier mit Schmitz. Schmitz ist auf Dings besser. Den Hanik nehme ich noch ein bisschen vorne rein. Als rechts außen sogar. Und dann geht die Luzi ab, denke ich mir. Wir wollen es jetzt wissen. Jobek ist ja ein frischer, junger Spieler, der vielleicht jetzt genau den richtigen Dampf da vorne reinbringt. Ciro. Neymar. Jetzt mit viel Platz auf der linken Seite. Und Bodegin passt auf. Klingenburg. Auf Wehkamp. Jobek. Ciro. Jobek. Und! Mein Gott! Da war das 2:1 auf den Schlappen von Gerrit. Aber tolle Parade vom Torwart, von De Gea. Und Ecke durch Marcos. Ball kommt in den Rückraum. Und... leider. Jetzt fehlt er natürlich hinten, der Verteidiger. Jetzt nur kein Konter einfangen. So, das gibt jetzt... Ne, gibt keine Karte, aber... Freistoß für die Spanier. Oh, das Spiel ist auf Messerschneide. Und da kommt Ginter. Ausgerechnet Ginter. Für Iniesta. Der hat ja das 2:1 letztes Mal gegen uns gemacht. Und Brinki steht goldrichtig. Meine Güte. Was war das für eine gute Chance für die Spanier. Schmitz. Wir machen es auch jetzt noch mal anders. Ich werde jetzt die... auf riskant schalten, aber jetzt nicht so riskant. Also wir machen jetzt mal auf 65... machen das Passspiel lang und hoch. Und wir tun jetzt überall pressen.
Jetzt geht es ja um die Wurst. Wir brauchen noch ein Tor. Das können wir noch schaffen. Giro. Ah, der ist zu steil. Der ist zu steil. Schade. Oh Mann, ist das spannend. Und die Spanier wechseln nochmal aus. Klotz kommt für Messi. Oh, Messi geht raus. Jürgen Klotz, den kenne ich überhaupt gar nicht. Den muss ich mir natürlich mal angucken. Sagt mir jetzt überhaupt nichts. Jürgen Klotz. 82. Ein deutscher Stürmer. Was geht denn da bitte schön ab? Torhüter von 90. Aber den müssen wir natürlich im Sonderberuf nehmen. Auf geht's. Schön gedeckelt hier. Ballbesitz wieder hergestellt. Ach, und dann Fehlpass von Jopek. Wieder Jopek. Garrett. Garrett. Und er holt einen Freischuss raus. Das ist für Marcos jetzt eine gute Position. Bitte, Marcos. Mach das 2:1. Bitte, bitte, bitte. Nein. Er geht aus. Ach, Leute, 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 Leute. Jetzt alles nach vorne. Lopek. Garrett. Und das ist abseits. Ach, mein Gott. Die Zeit läuft uns weg. Die Zeit läuft uns weg. Schön nochmal von Hanik den Ball erkämpft. Giro. Giro! Und er macht das Ding rein, Leute. Er macht's rein. 2:1 durch Giro Immobile. Dritte Tor im Wettbewerb. Der rettet uns den Arsch. Oh, der Kapitän. Nimmt selber in die Hand. Das heißt natürlich jetzt, wenn es so bleibt, Verlängerung. Ja. Wir gehen in die Verlängerung, Leute. Aber das ist wirklich ein harter Kampf gewesen. Und da muss ich Giro echt an der Stelle loben. Hat er die Nerven. Und jetzt geht es in die Verlängerung. Wir haben ja noch einen Mann mehr auf dem Platz. Wir können allerdings auch nicht mehr auswechseln. Es darf sich jetzt keiner verletzen. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass wir das Ding hier noch umbiegen können. Tolle Leistung meiner Mannschaft, muss ich sagen. So, und dann geht's los. Nochmal 30 Minuten. Und Anstoß haben die Spanier. Hanik hat sich den Ball zurückerkämpft. Jopek nochmal auf Hanik. In die Spitze rein. Und da ist, das ist kein Abseits. Doch. Ach, mal ganz knapp. Die Spanier können tatsächlich noch auswechseln. Fernandes kommt rein für Song. Schmitz sucht vorne Garrett. Ich habe jetzt auf lange Bälle geschaltet. Das macht die Mannschaft auch. Aber wieder abseits. Wir wollen jetzt die spanische Abwehr überlupfen und damit unseren schnellen Stürmern das dritte Tor machen, weil dann wird es fast unmöglich für die Spanier. Ein Tor bräuchten wir, dann wird es fast unmöglich. Oh, und da ist jetzt außen Hanik. Wieder abseits, das kann doch nicht sein, Leute. Ja, das ist auf Messerschneide, das Spiel. Denn die Spanier, die Barcelona will ja auch nicht zurückstehen. Auch wenn sie einen Mann weniger haben. Schmitz. Garrett. Und wieder abseits. Oh, und die spanischen Fans machen jetzt hier richtig Trouble. Peitschen ihre Mannschaft nochmal nach vorne. Und Neymar kommt durch. Und da ist Ginter. Klotz. Boah, durchatmen, durchatmen. Der Ball geht ja wirklich haarscharf am Tor vorbei. Jürgen Klotz, Klotz, ein deutscher Spieler. Das wäre es auch noch gewesen. Wir müssen ein Tor machen. Dann wird es sehr, sehr schwer für die Spieler aus Barcelona. Weil ihr kennt ja die Arithmetik. Dann würde ja unser Tor doppelt zählen. Giro. Noch hält die spanische Abwehr. Und wieder Jürgen Klotz.
Och, und Brinkis. Super Parade. Super. Nochmal geht er dazwischen. Also der hält uns jetzt erstmal den Rücken frei. Mein Gott, das waren gute Chancen jetzt. So, dann ist die erste Halbzeit vorbei. Wir können nicht auswechseln, also es geht gleich weiter. Diesmal haben wir Anstoß, noch 15 Minuten. Beide Mannschaften haben Chancen, also den Ausgang hier, der ist völlig offen. Vielleicht haben wir am Ende das Glück, dass uns der eine Spieler mehr auf dem Platz, den wir haben, weil der Fabregas rot bekommen hat. Vielleicht kann der das Zünglein an der Waage sein. Ciro, Jopek. Ach, und da will keiner an den Ball. Zögern sie alle. Und die Spanier kommen nochmal. Aber Marcos erkämpft sich den Ball. Schöner Pass jetzt hier. Wieder sind die Spanier im Ballbesitz. Neymar peitscht den Ball nach vorne und da geht Jürgen Klotz ab. Taktisches Foul hier von Kempf. Muss er machen. Gelbe Karte für ihn. Bleibt ihm nichts anderes übrig. Klotz wäre weg gewesen. Und das in der Spielphase. Ja, da hätte ich sogar rot ihm verziehen. Und Freistoß durch die Spanier. Oh, und Brinkis. Sensationelle Parade. Sensationell. Aber Spanien drückt. Spanien sag ich schon. Barcelona drückt. Klotz. Klotz ist durch. Klotz. Und da ist es passiert. Ausgerechnet ein deutscher Stürmer markiert hier das so wichtige Tor für die Katalanen, für die Spieler aus Barcelona. Oh. Der offizielle Spielstand ist abgelaufen. Wenn wir jetzt noch ein Tor machen, sind wir trotzdem weiter. Aber wir brauchen jetzt ein Tor. Ne, wir verlieren. Ist das dramatisch. Also wir verlieren ja nicht. Wir spielen unentschieden. Aber das 2:2 reicht uns leider nicht. Die Spieler haben alles gegeben. Da kann ich keinen den Vorwurf machen. Auffälligster Spieler war für mich Brinkis am Schlussviertel. Schade. Schade, schade, schade. Ja, somit sind wir ausgeschieden. Ciro Immobile hier mit einer 2,5. Brinkis mit einer 3. Aber der hat sich jetzt erstmal wieder einen Platz an der Sonne erkämpft. Reimann wird es schwer haben. Ach, schade, 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 schade. Wir scheiden aus. Und jetzt geht's nach Düsseldorf.